her ein bisschen. Alter, ist das Gras? Oregano. Ach Quatsch, das ist doch kein Oregano. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist doch keine Tüte, keine Plastiktüte Oregano. Leute, ne? Hier. Da steht Oregano. Erstaunlich gut in Brownies. Boah, aber das ist eine Maschine. Hat sich schon gelohnt, den zu kaufen. Ist da. Du, keine Ahnung, wohin. Zunächst noch ein bisschen. Hast du den Gegner? Dead Smile. Welcome back. Profis, ja. Also wenn du irgendwo weit außen wohnst und zu 200, 300 Meter hörst du ein Fahrzeug explodieren, dann weißt du mit ziemlich großer... Dann weißt du mit ziemlich großer Sicherheit. Was machst du da? Oh, Bär fightet den Bär. Den schau ich mir an. Boah, Alter, wie brutal das ist. Digga! Wenn er komisch fährt, einmal die Dings Hilfe klicken. Lol. Hast du gut gemacht. Aber guck. Wow! Meintest du etwa das hier? Yes, sir. Wow! Ich bin jetzt auf wieder weggeschossen. Ich hoffe, ich bin hier schon wieder gebrannt haben heute, Mann. Oh, scheiße, es brennt! Überall, fuck! You don't say, bro. Oh, fuck, die ganze Hütte brennt! You don't say, bro. Das hast du schon wieder angestellt, Mann. Das ist unsere Missionshütte. Guck, wie die Lady rausgeht und den Himmel absucht. Kann ja nur ein Flugzeug sein, ne? Könnten ja nicht wir gewesen sein, die das Haus angezündet haben. Feuer? Echt? Hier drin brennt's ja auch. Ich hab aus Versehen gekriegt. Oh, die Lichtverhältnisse sind aber geil. So einen am Apfel. Das ist jede Sache, du Arsch. Kannst du das Ding mal ruhig halten? Fuck nochmal! Probiert mein Flugzeug abzuknallen und der Typ fährt übers Feld. Ah, das ist... Was? Die ganzen Typen, ich brauch nicht. Als Fahrer krieg ich gar nicht. Das ist nur 130 Meter, mein Das sagt er jedes Mal. Vorhin setzt du den Wagen in Brand im Wald. Das sind nur noch 170 Meter. Ja, gut, ne? Und jetzt versenkt ihr das Ding. Das sind nur noch 130 Meter. Alles klar, das kommt als nächstes. Und wie sie beim Hodenfest dann wieder sehen. Ja, das, was wir hier transportieren, ist wie das Hodenfest da in der Stadt. Dem Dorf oder was das auch immer ist. Testicle Festival heißt es, ja. Und hinten drauf ist ein Stier, der schreit. Geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was. Waren wir schon mal hier? Ja, das ist die Stadt, die wir bereit haben. Also, da hast du Kaffee geholt. Und ich bin mit dem Flugzeug nach der Straße gelandet. Das war die Stelle. Okay, wo ist es? Ich bin gerade der Laber gerade hier, der redet, wie jetzt seine Hoden zubereitet. Ach du Scheiße, okay? Nice.
Aha, es geht um... Ah, es ist... Es ist Tierliebe. Oder? Baby! Stierliebe! Oh, Baby. Alter, da guckt der Linksbesteigte. Oh, shit, boy! Und jetzt müssen wir sie töten? So wird's auch so gemacht. Ah! Ja, so witzig ist es nicht. Die Gummi ist auch noch. Achso, da ist noch einer, da ist noch einer. Holy shit! Was passiert hier? Das hat mich in den Beinen durch. Töte einen Bullen mit einem Bullshit-Traktor. Achso, das ist dieser Traktor. Hier war noch kurz. Alter, ich finde das so nicht in Ordnung, einen Stier zu töten, währenddessen er am Poppen ist. Er hatte wohl den goldenen Schuss, ne? Hä? Nachdem du das gemacht hast, was... Ah! Oh, shit! Sagen Sie, mach dich aus. Ja, überfahr mal einen. Viel Spaß. Töte einen Bullen mit... Ich habe auch so einen. Scheiße, 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 ich muss Lebenspunkte regenerieren. Oh, der Ich muss mit, wir müssen mit Feuer töten. Er wird mich mit dem Traktor mitnehmen. Die Kuh brennt. Das ist so falsch. Das ist so das falsch. Auf so viel Ebene. Tolle Verstärkung. Das sind vier Foss. Für das. Ich glaube keine Ahnung wo. Ah, da. Es weiß mir voll hin. Du musst es töten, du Arschloch, in der Zukunft. Alter, das hab ich voll sich die Beine gebissen. Das hab ich voll sich die Beine gebissen. Oh, alter Schwede. Scheiße. Alter Schwede, bin ich jetzt erschrocken, hätte. Nicht ans Bein oder so, voll zwischen die Beine, Mann. Das ist nicht nur die Menschen wollen an die Hoden ran, hey, auch die scheiß Tiere hier. Nicht mehr normal, dieses Land. Was stimmt mit den Wesen hier nicht, hey? Das ist doch alle kaputt im Kopf. Was ist los? Scheiße, Mann. Oh mein Gott, das ist meine Gerade. Ja, ich hab auch Tränen in den Augen. Ich sehe nicht mehr so viel gerade. Ich fahr mal, ne? Gute Idee. Wow. So, komm, bringen wir mal die Hoden zurück, bevor wir noch irgendein Lebewesen in den Sack beißen. Okay, ich bin die Ich gar nicht. Alter Scheiße, Mann. Jetzt brauche ich noch ein paar Blätter, weil ich es nicht mehr kann. Ich bin gleich wieder da, Mann. Ja, ist gut. Das Ding beißt mir einfach in den Sack, Mann. Was stimmt nicht mit dem Tier hier? Oh. Wenn ich sie gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Und ein paar leckere Hoden. Und viel Spaß, der hier in den Sack heißt.
Alter Falter. Warum liege ich neben dem Schwein? Wir haben gefeiert. Willst du mal nicht zeigen, aber... Die beste Nacht meines Lebens. Zuerst beißt mir ein Vielfraß in den Sack und dann wache ich neben einem Schwein ab. Das ist ein Vielfraß. Ich hab keine Ahnung wo. Ah, da. Das beißt mir voll. Ha 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 ha